Auch wenn wir wissen, dass Sindbads Abenteuer die Erfindung eines Märchenerzählers sind, die Kulissen des Geschehens entsprachen der Wirklichkeit. Und einen Teil davon kann man heute noch im Oman entdecken. Denn von allen Staaten der arabischen Halbinsel besitzt das Sultanat noch am meisten von dieser altarabischen Atmosphäre. Der Oman liegt im südöstlichen Teil der arabischen Halbinsel. Die beiden Emirate Sharjah und Fudscherei, Teil der Vereinigten Arabischen Emirate, schieben sich zwischen das Hauptterritorium Omans und seine nördliche Exklave Musandam. Deren Spitze ragt in die Straße von Hormuz, was dem Staat eine strategische Position am Ausgang des arabischen Golfes zuweist. Wächter über das Nadelöhr der weltweit bedeutendsten Öltankerroute. Der Oman ist flächenmäßig das drittgrößte Land der arabischen Halbinsel, nur Saudi-Arabien und Jemen sind größer. Mit einer Ausdehnung von 309.500 Quadratkilometern ist es nicht ganz so groß wie das wiedervereinigte Deutschland, hat aber weniger als 3 Millionen Einwohner und gehört damit zu den am dünnsten besiedelten Staaten der Welt. Die Küstenzone Batina am Golf von Oman ist die fruchtbarste und landwirtschaftlich am intensivsten genutzte Region Omans. Das Hajar-Gebirge bildet einen Riegel zwischen der Rub al-Khali und der Batina-Ebene. Seine höchste Erhebung ist der Jebel Shams mit 3009 Meter. Die Wadis des Hajar-Gebirges sind zur Küste hin steile Schluchten, zur Rub al-Khali flache, breite Täler. Im Osten des Landes stößt das Hajar-Gebirge direkt ans Meer, in dessen Buchten Häfen wie Mutra, Muscat und Sur entstanden. Westlich und südwestlich des Hajar-Gebirges erstreckt sich Wüste, an die sich im Süden die Provinz Dofa anschließt, die bis zur Südküste des Arabischen Meeres reicht. In einem fruchtbaren Küstenstreifen um die Hauptstadt Shalalah konzentriert sich die Bevölkerung Dofars. Dahinter breitet sich das Hochland der Karaberge aus, das dank des Monsunregens von Juli bis September als Weideland nutzbar ist. Der Oman gehört seit 1967
zu den erdölexportierenden Ländern der Golfregion, aber wegen der relativ geringen Fördermengen nicht zu den märchenhaft reichen. Im Interesse von Natur- und Kulturerhaltung geht der Sultan in Sachen Fremdenverkehr behutsam vor. Erst seit Ende 2004 gibt es ein Ministerium für Tourismus. Auf diesen Wirtschaftszweig entfallen zurzeit nur ca. 3% des Bruttoinlandsproduktes. Die große Sultan Qaboos Moschee ist die Hauptmoschee im Oman. Sie gilt als eines der wichtigsten Bauwerke des Landes und als eine der weltweit größten Moscheen. Die Errichtung der Anlage wurde 1992 von Sultan Qaboos beschlossen. Nach einem beschränkten Architekturwettbewerb wurde 1995 mit den Bauarbeiten begonnen, die 2001 mit der feierlichen Eröffnung abgeschlossen werden konnten. Sie trägt seitdem den Namen des Erbauers. Der Gesamtkomplex wurde aus 300.000 Tonnen indischem Sandstein errichtet und überbaut insgesamt 4 Hektar. Er besteht aus einer großen Männergebetshalle, einer kleineren Frauengebetshalle, 5 Minaretten, die die 5 Säulen des Islams symbolisieren, 2 großen Bogengängen, einem islamischen Informationszentrum sowie einer Bibliothek. Man betritt die Moschee von Süden her durch einen hohen Bogen, auf dem auf der linken Seite in Arabisch große Moschee und auf der anderen Seite Texte aus dem Koran zu lesen sind. In der Sichtachse stehen 2 weitere hohe Bögen, die zusammen mit den in der Pflasterung eingelassenen dunklen Marmorstreifen perspektivisch auf das 91,5 Meter hohe Hauptminarett zulaufen. Die große Männergebetshalle ist quadratisch angelegt und misst 74,4 x 74,4 Meter.
Sie bietet Raum für 6500 Gläubige. Man kann die Halle durch eine der drei großen Eingangstüren betreten. Die Holztüren sind handgeschnitzt und reich verziert. Der darin verlegte 4300 Quadratmeter große Gebetsteppich gilt als ein Meisterwerk iranischer Teppichknüpfkunst. Die Herstellung dieses handgeknüpften Teppichs führte an die Grenzen des technisch Machbaren. Für diese Größe existieren keine Knüpfstühle. Daher musste der Teppich in mehreren, musterkonformen Einzelteilen angefertigt werden. Geknüpft wurden diese in Nishapur in der ostiranischen Provinz Rasavi Khorasan. Die Baukosten der Moschee wurden ursprünglich mit 18 Millionen omanische Rial kalkuliert. Dies entspricht ca. 33 Millionen Euro. Allerdings werden die tatsächlichen Baukosten auf mindestens das Doppelte geschätzt. Außerhalb der Stadtmauer, unweit des Bab Kabir, liegt die Bait al-Subair. Das 1914 von Sheikh Subair bin Ali, einem hohen Beamten am Sultanshof, erbaute Haus bietet heute dem ethnografischen Museum Platz. Der Scheich selbst, der bis 1956 in diesem Haus lebte, hatte zuvor die beiden Nachbarhäuser erworben und sie zusammen mit seinem Haus zu einem Grundstück zusammengefasst. Sein Sohn Mohammed, omanischer Besitzer des Hotels Shangri-La, ließ das originalgetreu belassene Haus seines Vaters mehrfach restaurieren und stellt dort seit 1989 die Sammlung seines Vaters aus, ergänzt durch weitere, wunderschöne, von ihm erworbene Exponate. Zentrum des historischen Muscat ist heute der neue Al-Alam-Palast. Er wurde 1974 feierlich eingeweiht und befindet sich an jener Stelle, an der seit dem 19. Jahrhundert die palastähnlichen Häuser der Sultane der Al-Bu-Said-Dynastie standen. Für den Bau des neuen Palastes am Ende der gleichnamigen Straße ließ Sultan Qaboos seit 1971 nahezu ein Drittel der Altstadt, darunter das Inderviertel mit der indischen Botschaft und einem alten Hindu-Tempel, abreißen und einebnen. Der neue, riesige, blau-golden schimmernde Palast, dem man ansieht, dass ein indischer Architekt ihn entworfen hat, kann von Besuchern nicht besichtigt werden. Links vom Hauptportal ermöglicht eine kleine Gittertür den öffentlichen Zugang zu einem Teil der herrlichen Parkanlage. Der Palast dominiert die Altstadt
und reduziert sie zugleich zu einem leblosen Regierungsbezirk. Denn auch die Regierungsgebäude zu beiden Seiten sind durch wenig öffentliches Leben gekennzeichnet. Direkt an der Corniche liegt der Haupteingang zum Mutrasuk. Er ist den ganzen Tag über das Ziel vieler Einheimischer und aller Touristen, denn hier ist man ganz nah dran, am Puls des alten Stadtviertels. Der Mutrasuk ist der größte Bazar Omans und wurde unter Sultan Qaboos einer gründlichen Renovierung unterzogen. Aluminium und Beton ersetzten Holz und Lehm, um dennoch in dem Gewirr der Gassen und Ladennischen die vertraute Atmosphäre zu wahren, überdecken weiterhin Bambusstangen und Matten aus Palmzweigen das enge Gassenlabyrinth. Sie spenden Schatten und lassen nur so viel Sonne durch, dass sich wohltuend dämmeriges Licht ausbreitet. Nicht nur die Bazar-Atmosphäre beeindruckt europäische Besucher, sondern nirgendwo sonst in Oman ist die Auswahl an handgefertigtem aus Arabien so groß wie hier. Sich im Souk von Niswa zurechtzufinden, ist gar nicht so einfach, denn kein anderer Bazar Omans besitzt seine Größe. Er besteht aus einem Ensemble mehrerer selbstständiger Einzelsouks, die sich östlich des Forts erstrecken. Der Obst- und Gemüsesouk ist klimatisiert und gekachelt und ähnelt daher unseren Markthallen. Er bietet aber eine weit größere Vielfalt und Üppigkeit an Obst- und Gemüsesorten. Einer dieser Märkte ist der modernisierte West-Souk, den man direkt nach Verlassen des Forts erreicht. Er ist von außen nicht als Souk erkennbar
und wirkt wie ein massiver, überdachter Anbau des Fors, aber ein kleines Hinweisschild, auf dem Handicraft steht, lenkt die Besucher zum Eingang. Dieser Sug, der vor seiner Renovierung aus einer Ansammlung offener Verkaufsstände bestand, bietet heute ein breites Angebot an altem Silberschmuck und Antiquitäten. Touristischer Anziehungspunkt der Stadt ist das im Zentrum gelegene Fort, das von Grund auf renoviert wurde. Schon von Weitem ist man beeindruckt von den gewaltigen Mauern und dem mächtigen, alles überragenden Rundturm, den es in dieser Form nirgendwo sonst in Oman gibt. Mit einem Durchmesser von 44 Metern und einer Höhe von 28 Metern gilt er als Bollwerk omanischer Verteidigungsarchitektur und ziert sogar die hiesigen Briefmarken. Innerhalb der Festung gibt es zwei Bereiche, die Residenz, in der die Imame lebten und von der aus sie regierten, und die Festung in Form des mächtigen Rundturms. Beide Bereiche sind zwar von ihrer Funktion her getrennt, bilden aber zusammen eine Einheit als hochentwickelte Verteidigungsarchitektur. Über eine enge, verwinkelte Treppe besteigt man den Festungsturm. Vor dem Aufstieg zum Turm ist ein Blick auf die Zeichnung am Turmeingang lohnend. Sie zeigt nämlich die Verteidigungsstrategien, die anzuwenden waren, falls Angreifer die Türen innerhalb des Turms durchbrachen. Insgesamt gibt es 6 schwere Türen, zwischen denen immer Treppenstufen liegen. Hatten die Angreifer eine Tür durchbrochen, erwartete sie heißes Öl, das sich von oben aus Schwarten hinter der Tür über sie ergoss. Nach 6 Türen und insgesamt 65 Treppenstufen erreicht man die offene Plattform im Inneren des Turms. Auf ihr standen ursprünglich 24 Kanonen, heute sind nur noch ein paar davon erhalten. Die Schießscharten des Turms waren vom Erbauer so angelegt, dass die gesamte Umgebung im Falle eines Angriffs beschossen werden konnte und kein toter Winkel eine Verteidigung behinderte. Cool.
Vom Reichtum vergangener Zeiten kündet die Lehmfestung von Bachla, hießen Tamar genannt. Nach der Vertreibung der Portugiesen wurde sie nochmals erweitert und erhielt im 17. Jahrhundert ihre heutigen Ausmaße. Auf wen der Name hießen Tamar zurückgeht, lässt sich bis heute nicht genau erklären. Folgt man von Bachla der Nationalstraße in Richtung Westen, die über Ibri zur Grenze nach Al-Buraimi führt, zweigt linker Hand 6 Kilometer hinter Bachla eine Straße nach Jabrin ab. Auf diese Straße stößt auch die neue 4-spurige Schnellstraße, die von Muska kommend um Niswa im Süden herumführt und später bis Ibri ausgebaut werden soll. Am Eingang zu einem Wadi überragt die Palastfestung Jabrin unübersehbar den dichten Palmenbestand. Ein altes Dorf oder eine alte Oasensiedlung Jabrin gibt es nicht mehr, dafür aber viele neue Wohnhäuser an der Einfahrtsstraße. Die Festung Jabrin wurde nicht als Verteidigungsanlage zum Schutz einer größeren Siedlung, sondern von Imam Bil-Arub bin Sultan aus der Yaruba-Dynastie 1670 als ländliche Sommerresidenz errichtet. Bil-Arub war der Sohn von Imam Sultan bin Saif, der die Portugiesen aus Oman vertrieben und die Festung Niswa erbaut hatte. Der Eindruck des Festungscharakters entsteht besonders dadurch, dass die miteinander verbundenen Hauseinheiten, die sich um einen Innenhof gruppieren, von 2 diagonal versetzten Rundtürmen abgeschirmt werden. Eines der Häuser beherbergt die Küche, den Lagerraum für Datteln und darüber die Schlafräume. Die anderen Räume nutzte der Imam zu Repräsentationszwecken und als Wohnbereich. Der Palast zeugt von dem hohen handwerklichen Können der damaligen Baumeister und vermittelt einen guten Eindruck von der Wohnkultur in Südarabien des 17. und 18. Jahrhunderts. Prachtvoll bemalte Holzdecken, ausgemalte Treppenaufgänge mit geschnitzten Treppengeländern, Stuckdecken, maurische Bögen und kalligraphische Wanddekorationen gehören zur Innenausstattung. Fenster mit Steingittern an der sonnigen Südseite und solche mit Holzgittern zum Öffnen an der schattigen Nordseite sorgen für Windzug und damit für angenehme Temperaturen während des heißen Sommers. Ich hab's
Die erste kleinere Stadt der Batina, 40 Kilometer westlich von Seeb und direkt an der Küste gelegen, ist Barka. Besonders der Fischmarkt, der jeden Tag außer Freitag morgens um 6.30 Uhr beginnt, ist sehenswert, weil man hier nicht nur erstaunlich viele frische Fische findet, sondern auch die im Oman praktizierten, fröhlich lauten Preisverhandlungen zwischen Käufern und Fischern hautnah miterleben kann. Barka ist ein beliebtes Tagesausflugsziel von Muscat aus oder ein ebenso beliebter Zwischenstopp auf dem Weg nach Sohar. Berühmt ist der Ort für seinen Strand, seine Festungen, seine Straußenfarm, seine Webarbeiten und vor allem für seine Stierkämpfe. Die Oase Nakhal liegt direkt am Fuß des Hajar-Gebirges, ca. 30 Kilometer von der Küste entfernt. Sie verdankt ihre Üppigkeit einer mineralhaltigen Quelle, die für intensive Landwirtschaft, den Wohlstand der Einwohner und viele Besucher sorgt. Auf einem Hügel mitten in der Oase thront unübersehbar die mächtige Festung Nakhal. Das Fort aus dem 9. Jahrhundert wurde im 16. Jahrhundert erweitert und erhielt 1834 seine heutige Form. Vollkommen restauriert im Jahre 1990, gehört es zu den wenigen Forts, deren Räume wieder möbliert sind oder in denen Exponate ausgestellt werden. So sieht man zum Beispiel Waffen, Küchenutensilien, Möbel und Teppiche aus mehreren Jahrhunderten. Die
einzelnen Räume mit ihren jeweiligen Funktionen werden auf Schautafeln erläutert. Besonders eindrucksvoll ist die Küche, in der traditionelle Küchengeräte zu sehen sind. Eine wohlüberlegte Idee des Baumeisters, er baute die Schlafräume übereinander. Der obere, warme, wurde im Winter, der untere, kühlere im Sommer benutzt. Die Festung Nakhal erstreckt sich in die Höhe. Ganz oben, im höchsten der 6 Wehrtürme, befindet sich das ehemalige Gefängnis, der heißeste Raum der insgesamt über 3000 Quadratmeter großen Anlage. Vom Dach der Festung hat man einen herrlichen Rundumblick auf die Oase und das nahe Haja-Gebirge. Zu Nakhal gehört auch die ca. 3 Kilometer hinter dem vorgelegene Quelle Ain Tuvara, heute ein beliebtes Picknickziel. Von der Festung aus führt eine schmale geteerte Straße durch Gärten und Dattelpalmenhaine zur Quelle. Sie folgt der alten Bewässerung und windet sich entlang der halbhohen Lehmmauern, die die Gemüsegärten und Obstbaumfelder abgrenzen. In Alt-Tuvara spürt man, welche Bedeutung eine Wasserquelle für die in einer Oase lebenden Menschen hat. Hier herrscht unter der Woche traditioneller, geruhsamer Alltag. Frauen holen Trinkwasser, andere waschen weiter unten ihre Wäsche. Ein schattiger Platz am Rande des Wadi ist die gute Stube des Dorfes. Hier sitzen am Vormittag ältere Männer, gestützt auf ihre Stöcke, und tauschen Neuigkeiten aus. Der verheißungsvolle Name Amouage erregt Aufmerksamkeit und ist stimmig gewählt. Das Wort kommt aus dem Arabischen und bedeutet Welle. Es erweckt die Vorstellung wogender Gefühle, während zugleich das französische Amour mitklingt. Neben vielen anderen Inhaltsstoffen enthält Amouage die Essenzen von 4 omanischen Rosenarten, außerdem Jasmin, Lilie, Aprikose, Zitrone, Apfel, Sandelholz, Myrrhe und Weihrauch. Thank you.